Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute ein Tutorial im Pole Dance Bereich und zwar Finker. Ich habe meine Stange auf Statik und nachher machen wir sie auf Spin. Let's go! Ich starte einmal unten, du kannst deine Leggings gerne anlassen und dann starten wir zusammen oben. Um in den Finker reinzukommen, geht man den Weg im Endeffekt wie beim Superman. Ich habe einmal die Hand oben, die Hand unten im Bracket Grip und ziehe mein hinteres Bein natürlich wie beim Superman nach hinten weg. Jetzt lassen wir es aber unten im Stand einfach unten stehen. Wenn ich um die Kurve kommen möchte, nehme ich meine obere Hand in den sogenannten Cup Grip. Lehne mich in die Figur rein und hier ist es ganz wichtig, dass man kein Backbend macht, sondern eher den oberen Teil deines Rückens, also die Schulterpartie, rund macht. Der Po bleibt an der Stange dran und die Beine nehme ich dann jeweils angewinkelt nach vorne. Achte darauf, dass du deine Arme beide durchdrückst und nicht die Schultern nach vorne hebst, sondern wirklich eher in der Schulterpartie in die Länge gehst und auch nach unten schaust. Denn sobald du deinen Kopf hebst, wird es etwas schwierig und du öffnest wieder die Schulterpartie. Wir machen das Ganze nochmal auf die andere Seite. Obere Hand geht in den Cup Grip, wir drehen uns einmal rum in die Figur, schauen, dass die untere Hand nach oben geht, die Schultern lang gezogen und beide Beine angewinkelt nach vorne ziehen, Gesäß bleibt an der Stange dran. Lass uns das gemeinsam an der Stange oben probieren und ich würde sagen, ziehen wir uns um. Einmal in den Outside Leg hängen, die Hand nach unten, die Hand nach oben. Ich rutsche einen Ticken nach unten, dass ihr mich besser sehen könnt. Die obere Hand geht in den Cup Grip, ich ziehe mich in die Länge weg. Die untere Hand nach oben und dann Gesäß dran lassen, die Beine angewinkelt, Schulter in die Länge ziehen, oben leicht rundrücken und wieder raus. Das Ganze nochmal langsamer. Ich gehe einmal in den Outside Leg, häng nach oben, die untere Hand greift nach unten, Zeigefinger gerne nach unten zeigend, die obere Hand nach oben. Von hier gehe ich mit der oberen Hand in den Cup Grip und ziehe mein oberes Bein nach vorne zu mir ran, um die Beine aufeinander zur Länge zu schieben. Untere Hand greift nach oben. Von hier Schulterpartie lang, rund nach unten schauen, beide Beine angewinkelt. Und dann bist du im Finker. Ich zeige dir, was häufig passiert, was du eher vermeiden solltest bei dieser Figur. Wenn du den Aufschwung nach oben genommen hast und deine Hände gesetzt hast, die obere Hand in den Cup Grip geht, achte darauf, dass du deine Beine nicht zu sehr hängen lässt, sonst zieht dich die Schwerkraft natürlich sofort nach unten. Schau auch, dass du deine Arme wirklich beide durchdrückst und nicht die Arme angewinkelt sind. Zusätzlich auch hier mit dem unteren Rücken nicht Backbend, sonst wirst du es kaum schaffen, die Beine nach vorne wegnehmen zu können. Wenn du die Figur jetzt für dich zu Hause geübt hast und es klappt, probieren wir das Ganze in eine Transition, die ich hier einmal zeige. Probieren wir das Ganze zusammen, einmal Step by Step. Innenfuß macht einen Schritt. Ich nehme den Schwung in den Sidespin. Innenbein strecken, abstellen. Einmal reindrehen. Reverse Spin, Chair überkreuzt.
um dann langsam aus den überkreuzten Chair wieder rauszudrehen, Innenbein ran, Außenbein Schritt in den Attitüden Spin, Beine schräg nach oben ranziehen, über die Schulter schauen, seitlich langsam wieder raus und von hier Innenfuß macht einen Schritt. Aufschwung, Outside Leg Hang, Hände setzen, um dann hier ganz entspannt in den Thinker Cup Grip, unsere Hand nach oben, Schultern in die Länge ziehen, Beine anwinkeln, zu halten im Spinning Modus und dann langsam Step by Step wieder aus der Figur raus. Im Schnelldurchgang noch einmal Sidespin. Vom Sidespin in den Reverse Chair überkreuzt. Langsam wieder rausdrehen. Schritt, Attitüden-Spin nach hinten weg. Aus dem Attitüden-Spin ebenfalls wieder raus. Aufschwung nach oben. Und dann in den Cup Grip für den Thinker Position, Figur halten und dann langsam wieder raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, ihr Lieben.